meine Freunde. Warte mal, bevor wir jetzt loslegen, Thomas, mach jetzt mal kurz ein Timeless rein. Damn, okay, man sieht hier auf jeden Fall schon einiges. Und zwar sind hier schon mal diese ganzen Lüftungsgeschichten drin und die sind auch schon die Schläuche alles noch wahrscheinlich, oder? Diese LED-Sachen. LED kommt noch. Ah, das LED kommt noch, okay. Dann talken wir jetzt kurz und sehen es gleich nochmal wieder. Okay, das Folgende ist das Ding. In meinem Hintergrund soll was ganz, ganz Besonderes sehen. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn ich schon in so einem Keller rumsitze, wäre es doch super, super schade, wenn ich hier unten versauere. Nö. Und nichts Anständiges im Hintergrund habe, wo man auch mal tatsächlich. Komm mal mit. Wir haben vorne quasi Greenscreen über die ganze Fläche. Das heißt, Greenscreen-Memes und Streams auf jeden Fall richtig, richtig cool damit machbar. Hier steht quasi mein Schreibtisch mitten im Raum. Das heißt, hier in der Seite Thomas hat hier genügend Platz, um unser Greenscreen-Shit zu machen. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen umbauen. Passt aber im Großen und Ganzen. Kriegen wir irgendwie hin. Jetzt ist die Frage, denn hinter dem Bildschirm kommt was ganz Besonderes hin, und zwar ein fenstergroßer Ausschnitt mit einem Bild, was von hinten beleuchtet ist. Ich habe mir einen Wald ausgesucht, weil ich den Wald ein sehr, sehr schönes Motiv finde. Jetzt habe ich hier drei Bilder, weiß aber nicht, welches ich nehmen soll. Thomas, was findest du am Ganzen? Ich finde tatsächlich den Herbstwald am coolsten. Ich auch. Von den Farben hier. Wobei, oder das mit diesem, ach, die sind alle oder ziemlich geil. Das hier finde ich nicht so cool, muss ich sagen, das finde ich irgendwie nicht so schön. Ich finde es mega schön, aber ein bisschen kitschig vielleicht. Genau, das hier ist halt einfach nur geil. Ja. Ich würde halt zwischen den beiden irgendwie tendieren. Aber dann bist du immer im Herbst. Ja, ich finde das natürlicher. Ja, ist irgendwie generischer, ne? Und dann kann man halt, ich hätte noch gar keine Ahnung, was abgeht. Wir haben den kompletten Raum quasi einmal mit einer richtig schönen Deckenbeleuchtung. Das heißt, ich habe hier vorne, das ist auch schon da. Hier ein kleines Control Panel. Ah, das ist die Klingelanlage. Ja, hier kommt nochmal Control Panel hin, womit ich das Licht im kompletten Raum steuern kann. Das heißt, ich kann wirklich, je nachdem wie ich drauf bin, wahrscheinlich durch den schlecht gelaunt, also schwarz oder rot machen. Dann haben wir hier eine akustische Lochdecke, die reinkommt, die wirklich über den kompletten inneren Raum hier gegeben wird. Da kommen dann nochmal Lichtpaneele rein, die Tageslicht reinbringen, weil ich habe ja nur quasi dieses kleine Fenster. Die Sorge des Fahrers natürlich, dass es hier einfach viel zu dunkel ist, aber das wird sich mit diesen ganzen Lichtquellen auf jeden Fall geben. Hier kommen nochmal Deckenspots rein. Für die Wand gibt es nochmal ein ganz besonderes Projekt, da könnt ihr auch wieder mit ein bisschen mitwirken. Das kommt aber dann später, da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Also ihr seht schon, Leute, das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Sache hier, die hier passiert. Wir haben hier vorne auch schon die ersten Bodensamples. Hab auch wieder nachgedacht, bodenmäßig, was nehmen wir da? Das hier ist ja ungefähr das, was auch quasi in die Kästen reinkommt, also vom Look her, weil die an dieser Wand, wie gesagt, kommt noch was hin für Dekozwecke, und habe mich jetzt tatsächlich, ich glaube, die fallen komplett raus, das ist das, was das ist in den Kästen drin, was für Kästen das sind und so weiter und fort, also erkläre ich euch gleich nochmal. Habe mich aber jetzt bewusst für einen hellen Boden entschieden, weil ich glaube, dunkler Boden wäre einfach in so einem Raum wieder viel zu entrückend und düster halt einfach, deshalb nehme ich wahrscheinlich das hier. Ist ein PVC-Boden, kenne ich sogar noch aus meiner Ausbildung als Immobilienkaufmann. Da kann man rüber kratzen, rutschen, da passiert halt nichts. Ein Holzboden wäre zwar schön gewesen, aber ich und Parkettboden, das verträgt sich halt nicht. Das habe ich im Büro nicht hinbekommen und zu Hause auch nicht, von daher ist das auf jeden Fall die richtige Wahl. Geht auf jeden Fall voran, Leute. Für die Leute, die sich gerade fragen, was das da oben ist, da kommt eine Leinwand runter mit einem Beamer, der auf diese Seite hängt. Hier ist halt ein wunderschönes Sofa, was ich mir da aussuchen muss. Also ich glaube, es wird eine etwas umfangreichere Videoserie über den ganzen Raum hier geben, mit einer abschließende Roomtour. Hier kommen noch richtig coole Möbel rein und so weiter und so fort. Der Tisch, den ich bekomme, der wird richtig, richtig nice. Also so langsam tut sich hier echt einiges. Ich glaube, morgen wird hier direkt weitergearbeitet. Dann kann Thomas nochmal hin, weil ich bin nämlich morgen unterwegs. Ein paar Eindrücke sammeln, ein paar Impressionen. Gib dir einfach mal die Kamera und kann selber ein bisschen bloggen. Kriegst du schon hin. Also Freunde, ihr seht schon, es ist echt krank, was in diesem Raum passiert. Es wird doch nicht ganz günstig, es wird auch mit einer richtig fette Roomtour darüber geben. Wie gesagt, der Tisch ist eine Sonderanfertigung. Das komplette Büro ist wirklich auf meine gesamten Bedürfnisse maßgeschneidert. Ja. Ich habe einen separaten Zugang in diesem Haus, was ganz geil ist. Hier stehen meine drei Stühle, die hier reinkommen. Dann gibt es hier nochmal drei 240 1 Millisekunde 1080p Monitore. Hey, warum ist hier unsere Firmenfahrzeuge auch. Genau, das ist Thomas, das bin ich. Wir haben uns hier beide welche geholt. Die kriegen auch noch eine Hupe, keine Sorge. Viele werden sich jetzt auch vielleicht fragen, hey, wieso hast du dir keinen 4K-Monitor geholt? Ist unnötig, meine Freunde. Braucht man zum Zocken nicht, braucht man zum Genießen. Aber ich habe einen 4K-Beamer drin, deshalb alles entspannt. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz nach oben und wir klären mal ganz kurz hier mit einem etwas wärmeren Raum. Wir sind hier nämlich quasi draußen, auch wenn es aussieht wie ein Treppenhaus drin. Ich bin hier draußen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Also hier ist die Natur. Erkläre ich euch mal ganz kurz, was so der generelle Plan ist, der generelle Ansatz und warum wir das überhaupt machen. Was ist der hässliche Vogel? Hässlicher Vogel, hallo! Na, wie geht's dir, Alter? Alles gut? Vogel, ja, hässlicher Vogel, alles in Ordnung? Hallo Thomas, nein. Schönes Tattoo hast du, darf ich mal anlecken? Okay, Leute, also ich setze mich mal ganz kurz hier hin. Mo erzählt ganz kurz gar nichts und hält dein Maul, denn
Ist es vom Licht her gut oder ist es dunkel? Du kannst jetzt dem Vogel die Softbox wegnehmen. Also kann man schon, klar. Okay. Wie gesagt, das Büro wird zwei Arbeitsplätze haben. Thomas' Arbeitsplatz wird sich aber allerdings hier oben im Büro gestalten, weil wir gemerkt haben, dass wenn ich da rumschreie und Thomas schneidet, das ein bisschen schwierig ist für Thomas, sich zu konzentrieren und ich auch einfach in Ruhe Filme gucken will. Und das hat mich immer gestört. Nein, geht einfach darum, dass halt Thomas, wie gesagt, nicht hundertprozentig konzentriert arbeiten konnte. Selbst Noise Cancelling Kopfhörer haben dafür gesorgt, dass Thomas trotzdem irgendwann durchgedreht ist bei meinem Rumgeschrei und jetzt nur noch von zu Hause aus arbeitet. Der Junge ist süß am Arsch. Und da habe ich ihm gesagt, okay, Bro, gönnt ihr die Auszeit, setz dich euch nach oben, ist alles entspannt. Hier sind ja auch neue Möbel drin bei Jody. Das hier gerade Jodys Arbeitsplatz, hier sitzt Mo. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Unten im Büro kommt trotzdem ein zweiter Arbeitsplatz hin. Warum? Weil ich nämlich Bock habe, da ein paar Streams zu machen, auch ein paar Formate, wo es einen zweiten Arbeitsplatz hier braucht. Ich habe meine Konsolen, die ich direkt abgreifen kann. Ich habe diesen zweiten Arbeitsplatz, den ich direkt als Streaming-Sicht abgreifen kann. Es kommt dann nochmal ein neuer PC, der ein absolutes Monster sein wird. Das kann ich euch auch versprechen. Also es ist gerade so geisteskrank viel im Gange. Das Ganze da unten ist ja wirklich ein Multifunktionsraum. Ich habe da nicht nur mein Streaming- und Gaming-Setup, sondern auch zusätzlich halt mein Musikstudio-Setup. Deshalb auch diese Lochdecke. Da kommt Bassabsorber in die Ecke. Da kommt ein kleines Studio-Setup hin, dass ich Beats bauen kann und sowas und mir noch so cool mithelfen kann. Dann ist auf der anderen Seite mein Schreibtisch. Ich halt eine Turntable-Station mit zwei analogen Plattenspielern und nochmal zwei CDJs, die da noch hinkommen. Also es ist auf jeden Fall so genau das, was ich quasi halt im UFO irgendwie immer vermisst habe, beziehungsweise das, was ich halt im UFO nie gemacht habe, nämlich mich halt wirklich mal mit meinen Bedürfnissen auseinandergesetzt und überhaupt mal überlegt, was brauchst du? Erdbeermarmelade! Ich hatte anfangs echt ein bisschen Panik, weil ich halt dachte, oh, so ein Kellerraum, super, super schwierig, aber ich glaube jetzt mit der Zeit so, das wird schon ganz geil. Ich freue mich hier einfach auf die Zeit in diesem Büro. Wie gesagt, ich habe halt diesen komischen Vogel da vorne. Halt hier und Jody ist halt hier und auch noch ganz viele andere Leute, die hier in der unmittelbaren Nähe sind. Also alles im Allen extrem nice und ja, hab einfach wirklich Bock, das jetzt umzusetzen. Es wird eine etwas umfangreiche Videoserie darüber geben. Das Problem ist, dass ich in nächster Zeit jetzt ein bisschen unterwegs bin, aber ich glaube, Thomas ist dann auch mal hier und versucht das einfach für euch zu capturen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Vielleicht kann Thomas auch sich einfach so schminken wie ich, das wäre auch ganz gut. Okay, kannst du damit aufhören, Bro? Das ist echt nervig. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich unheimlich drauf. Ich freue mich auf dieses absolute Hightech-Büro. Das wird das Feinste vom Feinsten. Thomas, sind wir über 10 Minuten? Eigentlich noch eine Minute dumm labern. Eine Minute noch dumm labern. Zwei Minuten Moor abfacken? Ja, stimmt. Dann machen wir das noch schnell. Ich freue mich wirklich, wenn ich hier bin. Das wird echt eine geile Zeit. Ah! Hör mich auf zu kneifen, Mann. Ich raste aus. Hey, beruhig dich, okay? Hier ist Pause. Darf ich einmal dein Tattoo pitchen? Nee. Okay, angenommen, ich hau dir so im Hinterkopf. Meinst du, das fällt ab? Hey, Mo, ich bin jetzt ernst zu nehmen, ne? Ich hab grad wirklich, glaube ich, einen Herzinfarkt. Genau. Ich geh jetzt kurz auf meinen Kopf und bring. Nein, hör mal, ich bin gerade schon wieder gestorben. Hör auf. Echt jetzt? Ja, ich darf nicht drauf. Dann lösch den Server. Nee! Ich lösch den Server, bitte nicht. Eine lange Zeit. Bitte nicht. Ich lösch den Server. Ich glaube, ich krieg grad wirklich einen Herzinfarkt. Hey, wenn du mich jetzt pitchst, du. Ich hab dich nicht gepitcht. Bleib in der Ecke, bleib doch nicht. Was macht ihr einfach? Das ist mein Versteck. Bei Jody hier am Arbeitsplatz wird sich wahrscheinlich auch noch einiges ändern, das erzählt sie euch aber dann. Wir haben alles hier beisammen, Charity, Management, Mo irgendwie auch, keine Ahnung wie der hier gelandet ist und halt auch Jody und wann kommt Minecraft Link wieder? Minecraft Link kommt die Tage wieder, Leute, die Tage. In diesem Sinne, ich küsse eure Augen und wir sehen uns dann übermorgen morgen zu einem weiteren Vlog dieser wunderbaren Serie, Revis Nice Büro, küsse eure Augen, auf Wiedersehen, tschüss. Thomas, es reicht, auch wenn wir jetzt keine 10 Minuten haben, hör bitte einfach auf.